Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben jetzt den ganzen Tag schon über Zuwanderung in verschiedenen Dimensionen gesprochen. Es ist natürlich schwer, zum Abschluss da noch was zu kommen, zumal wahrscheinlich heute sowieso jetzt die meisten das viel größere Thema haben, der US-Wahl. Aber vielleicht hat das gar nicht so wenig miteinander zu tun. Ich habe heute Morgen mit einem US-Kollegen ge-E-Mailt, der uns nächste Woche besuchen kommt, und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn eventuell überlegt, dann hier gleich mal Asyl zu beantragen. Wir hatten da jetzt viel Erfahrung mit, und er hat dann auch gleich zurückgemeldet und gesagt, ja, er hat eigentlich an Kanada gedacht, aber das wäre vielleicht auch eine gute Option. Also vielleicht haben wir in näherer Zukunft dann eine größere Asylwelle, durchaus auch höher qualifizierter. Aber Spaß beiseite, es soll hier tatsächlich eben darum gehen, um die Frage aus bildungsökonomischer Sicht, wie Integration gelingen kann. Und ganz bewusst möchte ich sagen, gleich vorweg, es geht mir eben um die Zuwanderung nicht insgesamt, sondern um die Zuwanderung der Flüchtlinge, die wir gehabt haben und haben. Die Frage der sonstigen Zuwanderung, gerade auch Zuwanderung aus wirtschaftlichen Motiven, ist noch eine andere Frage. Ich sage vielleicht zum Schluss ein bisschen was dazu, aber ich möchte jetzt ganz bewusst sagen, es geht hier um die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge, wo der Unterschied eben ist, dass sie nicht gezielt ihr Heimatland verlassen haben, weil sie das wollten, weil sie denken, ich gehe in ein bestimmtes Zielland, weil es mir da vielleicht dann besser geht, und das Zielland auch gesagt hat, ja, wir möchten die gerne reinlassen, sondern es geht eigentlich bei beiden Seiten darum, die Flüchtlinge sind gezwungenermaßen, haben sie ihr Heimatland verlassen zum allergrößten Teil, und als Zielland haben wir auch nicht sozusagen die Vorstellung, wir wollen die vor allem aufnehmen, weil die uns wirtschaftlich gut tun, sondern die erste Motivation ist, weil das eine humanitäre Angelegenheit ist, die sind in ihrem Heimatland verfolgt oder können dort nicht mehr leben, und darum nehmen wir sie bei uns auf. Das verhindert natürlich nicht die Frage, eben, wie wir das möglichst gut hinbekommen und wie das vonstatten gehen sollte und wie möglicherweise eben auch Integration gelingen kann, und darum soll es genau jetzt hier gehen. Ich möchte anfangen, kurz nochmal zu sagen, was ist eigentlich die aktuelle Situation? Die entwickelt sich natürlich zurzeit auch sozusagen wöchentlich, monatlich deutlich weiter. Ich möchte dann eben betonen, dass es eben bei der Integration vor allem um das Thema Bildung geht. Bildung im Sinne von Spracherwerb und Bildung im Sinne von beruflicher Qualifikation. Möchte dann, weil das eben so wichtig ist, sagen, was wissen wir denn mittlerweile über das Qualifikationsniveau der Flüchtlinge, und möchte dann sagen, was heißt das eben, welche Maßnahmen müssen wir machen, damit Integration besser gelingen kann. Dann vielleicht noch ein bisschen was dazu, was denn die Deutschen insgesamt zu diesen verschiedenen Maßnahmen denken. In dem Sinne, ist das eigentlich überhaupt politisch umsetzbar? Und möchte mit ein paar allgemeinen Aspekten zum Ausblick enden. Okay, was ist die derzeitige Situation? Einfach nur ein Bild der wöchentlichen hier ankommenden Flüchtlingszahlen seit Anfang 2014. Sie sehen, es hat schon im Laufe des Jahres 2014 einen deutlich ansteigenden Trend gegeben, wenn Sie das mal hiermit vergleichen. Wenn Sie jetzt nicht so diese große Skala hätten, dann wäre das schon durchaus beträchtlich. Ist im Jahr 2015 weitergegangen. Ab Mitte 2015, auch noch deutlich vor dieser Entscheidung, die über Ungarn kommenden Flüchtlinge für die Grenze zu öffnen, gab es einen sehr starken Anstieg. Aber Sie sehen auch, dass es dann eben auch deutlich runtergegangen, und zwar auch schon wieder deutlich bevor eigentlich dann die weiteren Maßnahmen beschlossen wurden. Und wir sind seitdem eben auf diesem niedrigeren Niveau wieder, was von vorher ist. Das heißt, wir haben im letzten Jahr eine riesige Welle gehabt, aber man sieht auch eine deutliche Trendumkehr. Ich möchte nichts darüber aussagen, wie das in Zukunft weitergehen kann. Ich glaube, das kann keiner vorhersagen. Das hängt von so vielen Dingen in verschiedenen Herkunftsländern ab. Das ist nicht, also ich will jetzt nicht sagen, das wird immer so auf dem niedrigen Niveau bleiben, ist überhaupt nicht klar. Aber wir sehen sehr deutlich, dass in 2016 im ersten Quartal durchaus noch viele gekommen sind, aber seitdem das Niveau deutlich niedriger ist. Was heißt das in Zahlen? Also das Bundesinnenministerium ist für die Schätzung der Flüchtlingszahlen zuständig. Die haben eben mittlerweile diese formelle Zahl gesagt, es waren im letzten Jahr 890.000 Asylsuchende. Es war immer die Rede von über einer Million, es gab über eine Million Registrierungen, und die vor allem, also fast die Hälfte davon im vierten Quartal, aber es gab eben immer auch diese Mehrfacherfassungen, die Weiterreisen, so hundertprozentige Daten, darüber hat man nicht, aber sozusagen das ist die Größenordnung, von der wir derzeit wohl ausgehen müssen. Und wenn wir jetzt eben 2016 entsprechend anschauen, wie viele Registrierungen gab es, und die sind mittlerweile auch ein bisschen sauberer gemacht
und sozusagen belastbarer. Da gab es eben in den ersten drei Quartalen, jetzt bis zum aktuellen Rand, 270.000 Registrierungen und davon eben auch der allergrößte Teil im ersten Quartal. Insofern spricht zum Beispiel auch der Sachverständigenrat in seinem aktuellen Gutachten von, das er letzte Woche vorgestellt hat, von der Trendumkehr. Man muss natürlich sagen, ein Großteil von denen, sowohl die im letzten als auch in diesem Jahr gekommen sind, sind immer noch im Asylverfahren. Formelle Zahlen sind die, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit 580.000 Asylanträge noch nicht beschieden hat. Möglicherweise ist auch ein Teil eben noch gar nicht gestellt worden. Das heißt, da ist noch sehr viel Offenes und gerade über die Personen wissen wir auch relativ wenig. Jenseits dessen, was eben noch nicht beschieden ist, sind es, wenn wir jetzt eben auf die Daten, das versuche ich jetzt häufiger zu machen, sozusagen die große Welle war ja in 2015 und für viele Dinge haben wir mittlerweile tatsächlich Daten auch bis zum ersten Halbjahr inklusive 2016 und ich fasse das einfach mal insgesamt zusammen. Da hatten wir dann 300.000 anerkannte Asylbewerber insgesamt und wie gesagt, das wird natürlich noch deutlich höher werden. Mit einer Gesamtschutzquote, also sozusagen wie viele von denen Bewerbungen sind anerkannt worden von 56%, was historisch gesehen und auch international gesehen sehr hoch ist. Und sobald man das hat, hat man auch eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis. Das heißt, dann sind zumindest die generellen formellen Hindernisse für die Beteiligung am Arbeitsmarkt in der Hinsicht aufgehoben. Aber das dauert auch sozusagen zurzeit immer noch zwischen 8 und 12 Monaten im Durchschnitt, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist, was halt per se schon erst ein großes Hindernis ist. Wie lang diese Arbeitserlaubnis ist, hängt jeweils von dem konkreten Schutzstatus ab. Zunächst, also bis, ehrlich gesagt, bis Mitte des Jahres sind nahezu alle anerkannten Asylbewerbungsverfahren mit der Rechtsstellung als Flüchtling nach der Genfer Konvention verabschiedet worden. Das heißt, man hat dadurch dann automatisch schon mal eine Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre. Mittlerweile ist es so, dass der Großteil, also ohne dass sich eigentlich an der wirklichen Zusammensetzung der Flüchtlinge was geändert hätte, dass sich aber mittlerweile der größere Teil der Flüchtlinge nur noch einen sogenannten subsidiären Schutz erhält, was unter anderem bedeutet, dass diese Arbeitserlaubnis oder die Aufenthaltserlaubnis zunächst mal für 1 Jahr befristet ist und man dann jeweils wieder schaut, ob das denn weiterhin besteht. Zusätzlich zu diesen anerkannten Asylbewerbern haben wir auch noch zurzeit 150.000 Menschen in Deutschland, deren Asylantrag abgelehnt ist, aber die weiterhin geduldet werden. Das sind sozusagen die Gesamtzahlen zurzeit. Wie teilen die sich die auf? Und zwar haben wir da jetzt Zahlen vor allem für die anerkannten Asylbewerber, über die ich gerade gesprochen habe. Wir nehmen lieber wieder sozusagen die letzten 1,5 Jahre, für die wir die Zahlen haben. Wir sehen, dass es mittlerweile sehr stark dominiert von syrischen Flüchtlingen. 3/4 der anerkannten Flüchtlinge stammen aus Syrien. Das hat auch mit einer sehr hohen Anerkennungsquote unter den Syrern zu tun. Gefolgt dann von Irak, Eritrea und Afghanistan. Das sind die Hauptherkunftsländer. Die Altersstruktur der anerkannten Flüchtlinge, haben Sie sicherlich auch schon viel darüber gehört. Es ist eben insgesamt so, dass viele junge, erwachsene Männer kommen. Insgesamt sind sozusagen, es sind 70% der anerkannten Asylbewerber im letzten 1,5 Jahren männlich. Und wenn Sie die Altersstruktur anschauen, dann ist das so gerade so mit 18, 17, 18 fängt das an und geht so bis, ich sag mal, 35, 40. Dieser Altersbereich ist eben sehr stark ausgeprägt. Und auch viele Kinder dann mit dabei und ansonsten sozusagen auch normalen Altersverteilung. Aber es sind insgesamt 70% der anerkannten Asylbewerber unter 30 Jahren. Und das letzte Punkt sozusagen der aktuellen Situation möchte ich schon vorweg einmal schicken, sozusagen was sind politische Maßnahmen, die eigentlich schon beschlossen wurden. Wie Sie wissen, wurde im Juli das Integrationsgesetz beschlossen, was dann im August in Kraft getreten ist, unter der Überschrift Fördern und Fordern. Was sind die wichtigsten Bestandteile darin? Ein erster Bestandteil ist, dass der Zugang zu Integrationskursen wesentlich umfangreicher und auch früher gestaltet wurde, also zum Teil noch bei Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive schon während des laufenden Asylverfahrens gehen kann und zum Teil eben mit Verpflichtungen
zur Teilnahme an Integrationskursen verbunden ist. Und Teil dieser Integrationskurse ist immer auch eben ein ausführlicher Sprachkurs. Ein zweiter Aspekt, gerade jetzt auch im Bereich der Bildung, ist, dass es begleitende Hilfen und assistierte Ausbildungen geben soll, die eben die Ausbildung in den Betrieben und für die Flüchtlinge erleichtern oder dabei helfen soll. Es ist ein sehr interessanter Aspekt, den ich für sehr sinnvoll halte, ist, dass man beschlossen hat, dass man, solange man einen Ausbildungsplatz hat, einen sicheren Aufenthaltsstatus hat, das heißt in der Zeit nicht abgeschoben werden kann, und auch wenn man erfolgreich eine Berufsausbildung abschließt hier und dann eben eine Arbeitsstelle auch findet, sich automatisch für weitere 2 Jahre der Aufenthaltsstatus anschließt. Das heißt, hier haben sowohl die Flüchtlinge selber als auch die Betriebe eine deutlich stärkere Planungssicherheit, dass sie nicht ausbilden und dann noch währenddessen oder direkt danach die Menschen abgeschoben werden können. Diese Planungssicherheit ist für beide Seiten extrem wichtig, damit sich sozusagen so eine Investition in die Ausbildung überhaupt lohnt. Es ist andererseits eben auch insofern sehr wichtig, als es einen klaren Anreiz gibt, gerade für die Flüchtlinge, überhaupt über sowas nachzudenken. Weil wenn ich werde da gleich noch näher drauf eingehen, aber wenn ich sozusagen meine in eine Ausbildung investiere und davon ausgehen muss, dass ich direkt danach das Land wieder verlassen müsste, dann wird sich das einfach nicht lohnen, dann fange ich das gar nicht erst an. Es gibt die sogenannte Wohnsitzauflage oder zumindest die Möglichkeit, dass die Länder eine Wohnsitzauflage einführen können. Die ist auf 3 Jahre befristet und die gilt explizit nicht, wenn die Flüchtlinge einen Arbeitsplatz oder auch einen Ausbildungsplatz an einem anderen Ort haben, dann ist sie automatisch aufgehoben. Aber haben sie das nicht, dann kann eine Wohnsitzauflage eingeführt werden. Auch dazu werde ich später noch näher kommen. Die sogenannte Niederlassungserlaubnis, das heißt eigentlich das dauerhafte Bleiberecht, ist ursprünglich eigentlich, konnte man das nach 3 Jahren, also wenn man einen Flüchtlingsstatus hatte, dann nach 3 Jahren erreichen. Das ist nun verschoben worden, das kann frühestens nach 5 Jahren erreicht werden. Und die Voraussetzungen dafür sind angehoben worden, in der Hinsicht, dass man eine ausreichende Sprachkenntnis vorweisen muss und eine sichere, nachweisen muss, dass man einen sicheren Lebensunterhalt erwerben kann. Die sogenannte Vorrangprüfung, diese Auflage an die Betriebe, dass sie nachweisen müssen, dass es keinen Deutschen oder EU-Europäer gibt, der stattdessen eine Arbeitsstelle hätte bekommen können, was mit sehr viel administrativem Aufwand verbunden war, ist ausgesetzt worden, aber auch relativ halbherzig. Die ist zunächst mal für 3 Jahre ausgesetzt, und zwar auch nur in Regionen mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit. Ich komme da später auch nochmal drauf zurück. Und dann sind diese 100.000 Ein-Euro-Jobs eingeführt worden, wo aus meiner Sicht noch nicht ganz klar ist, wie die eigentlich konkret umgesetzt werden, aber wo eben niedrigschwellige Einstiege in den Arbeitsmarkt geschaffen werden sollen, zum Teil eben auch mit Verpflichtungen, in dem Sinne, wenn sie nicht aufgenommen werden, dass eben Leistungskürzungen auch zu befürchten sind. Okay, das ist die derzeitige Situation. Da möchte ich jetzt reinsteigen, warum ich gerade denke, dass es um das Thema Bildung gehen muss, wenn es um die Integration der Flüchtlinge geht. Wie schon gesagt, zunächst mal ist das eine humanitäre Aufgabe. Es geht eben um den Schutz für Menschen, die zu uns gekommen sind, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Und insofern ist eigentlich nicht in erster Linie um wirtschaftliche Integration gehen muss. Allerdings, wenn wir davon ausgehen müssen, dass für viele, die gekommen sind, kurzfristig wenig Hoffnung auf Rückkehr in ihre Heimat besteht, und das ist, glaube ich, schlicht und einfach der Fall. Ich meine, wenn wir bei den Syrern sehen, kann keiner absehen, wann sie mal zurückkehren könnten. Es mag sein, dass das in 2, 3 Jahren der Fall ist, aber es mag auch sein, dass das in so einer Frist auch da überhaupt nicht vorangeht. Und je nachdem, wie das ist, also ist es ziemlich klar, dass sie nicht im Laufe des nächsten Jahres nach Syrien zurückkehren werden können. Aber sobald das so ist, heißt das ja eben, dass sie bei uns sind und die Frage dann sich eben schon stellt, gerade für solche Flüchtlinge eben, die eine hohe Bleibeperspektive haben, wie wir damit umgehen. Und da müssen wir schon aus eigenem Interesse eben umstellen davon, dass wir sie nicht einfach nur versorgen, was ja eine riesige Herausforderung war und ist und aus meiner Sicht extrem erstaunlich gut funktioniert hat. Es gab keine Flüchtlinge, die quasi kein Dach über dem Kopf hatten oder kein Essen hatten. Ich finde das bei diesen Zahlen, die sozusagen in kurzer Frist gekommen sind, eine logistische Meisterleistung. Aber ich glaube, dass wir vielerorts eben immer noch damit kämpfen und zu wenig darüber nachdenken, wie wir sie denn integrieren können.
Und ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Integration in Sammelunterkünften nicht funktionieren wird. Wenn ich sozusagen mein Leben in so einer Sammelunterkunft verbringe, dann bin ich nicht in einer Gesellschaft angekommen. Und das kreiert all die Probleme, die man sich vorstellen kann im Sinne von Radikalisierung, Kriminalisierung, weil man überhaupt keine Perspektive hat. Darum müssen wir darüber hinauskommen, wenn wir eben diese Radikalisierung, wie am beispielhaftesten zum Beispiel auf der Domplatte in Köln zu Silvester zu sehen war, wenn wir das verhindern wollen, müssen wir dahin kommen, dass diese Flüchtlinge möglichst weit am normalen Leben teilnehmen können. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir die Probleme sehr, sehr viel niedriger halten können, wenn uns das nicht gelingt. Und wenn die sozusagen einfach viele junge, erwachsene, männliche Männer in Sammelunterkünften zusammengebracht sind und keine Chance haben, am sonstigen Leben teilzunehmen, dann kreiert das tatsächlich die Probleme, die man eigentlich auch mit Politik von unserer Seite verringern könnte. Integration heißt sehr vieles in eine Gesellschaft. Die Frage ist, wie weit man dabei in allen Dimensionen überhaupt kommen kann. Ein erster Schritt ist sicherlich die Sprache, aber es heißt sicherlich auch die Kultur generell. Es geht um die Grundwerte einer Gesellschaft und vieles mehr. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass die Voraussetzung für all das ist, dass wir auch eine Integration am Arbeitsmarkt hinbekommen. Weil, und das ist das Eheste, wo ich als Ökonom auch was zu sagen kann, aber es ist eben auch so, dass solange die Menschen gezwungen sind, ihre Hände in den Schoß zu legen und den lieben langen Tag nichts anderes zu tun haben, als das zu tun, so lange kann man nicht ankommen in einer Gesellschaft und in einem Land und kann man nicht fruchtbar umfassend dazu beitragen. Das heißt, es muss uns gelingen, möglichst viele dieser Menschen aktiv in unseren Arbeitsmarkt zu bringen. Letztendlich ist das auch die Voraussetzung dafür, dass wir langfristig eher einen positiven Beitrag der Flüchtlingsmigration zu unserem Wirtschaftswachstum, zum Wohlstand insgesamt und gerade auch zur Tragbarkeit der öffentlichen Finanzen haben und nicht eben einen deutlich negativen Beitrag. Und wenn es um die Integration am Arbeitsmarkt geht, dann, und das zeigt eben eine riesengroße Forschung, dann ist Bildung der Schlüssel dazu. Bildung in zwei Dimensionen. Die ganze Migrationsforschung zeigt extrem, wie wichtig der Spracherwerb des Ziellandes ist. Das heißt, wenn ich in den Arbeitsmarkt eintreten will, Sie können sich die Daten anschauen, gibt es riesen Lücken zwischen den Menschen, die eben die lokale Sprache zumindest ein Stück weit gelernt haben und denen, die das nicht gelernt haben. Das heißt, ohne Spracherwerb wird das nicht funktionieren. Das ist die erste große Herausforderung. Und die zweite, gerade am heutigen deutschen Arbeitsmarkt, ist dann die berufliche Qualifikation. Es ist wichtig, sich hier bewusst zu machen, dass wir eben nicht mehr in der Welt leben wie in den 1960er Jahren, wo wir händeringend Gastarbeiter aus der Türkei und anderen Ländern zu uns gerufen haben, gering Qualifizierte ohne jede Qualifikation, weil wir die extrem gebraucht haben, weil wir dafür viele Arbeitsplätze bei uns hatten, die wir nicht besetzen konnten. Diese Arbeitskräfte hat es vor 50 Jahren gegeben, die gibt es heute nicht mehr in Deutschland. Wir haben Globalisierung erlebt, vieles ist nach Osteuropa oder Ostasien ausgesiedelt worden. Wir haben technologischen Wandel, wir haben die Automatisierung, die Digitalisierung. Ein Großteil dieser Arbeitsplätze wird eben jetzt von Maschinen und Robotern ansonsten ausgeführt, wenn sie noch hier ausgeführt wird. Was heißt das ganz konkret, wenn Sie sich den heutigen deutschen Arbeitsmarkt anschauen und sich die Arbeitslosigkeit anschauen? Sie wissen alle, gerade der Arbeitsmarkt boomt. Ist eine wunderbare Situation eigentlich. Aber Sie einfach nur diese Arbeitslosigkeit einfach mal aufteilen nach dem höchsten Bildungsabschluss der Person in unserem Land. Das hat jetzt also nichts mit Flüchtlingen zu tun. Das ist einfach nur der deutsche Arbeitsmarkt heute. Dann sind unter den Personen, die einen Hochschulabschluss haben, Fachhochschule oder Universität, die liegt die Arbeitslosigkeit bei etwa 2,5%. Also diskutieren häufig über Akademiker-Arbeitslosigkeit. In der Realität ist das ein Non-Issue. Unter denen mit einer abgeschlossenen berufsqualifizierenden Ausbildung, einer Lehre, etwa bei 5%. Und unter den Menschen, die eben genau die Lehre nicht geschafft haben, die ohne berufsqualifizierenden Abschluss geblieben sind, ist in dem heute boomenden Arbeitsmarkt die Arbeitslosigkeit bei 20%. Da gibt es nicht genug Jobs bei uns. Und die Gefahr ist, dass eben sehr viele der Flüchtlinge genau in dieses Segment des Arbeitsmarktes reinströmen werden. Und das sind die Menschen, die zum Großteil keine sprachlichen Barrieren haben, die auch nicht die Sprache erst lernen müssen. Und selbst die sozusagen sind zu jedem Zeitpunkt ist einer von fünfen arbeitslos. Und das sind auch gar nicht so wenige insgesamt in Deutschland. Jeder sechste Deutsche fällt in diese Kategorie. Also es sind 17% seit ziemlich langer Zeit konstant.
Wenn wir da jetzt einen großen Schub von so vielen, also mehreren hunderttausend, vielleicht fast eine Million insgesamt, Flüchtlingen bekommen, die sehr stark in diesen Bereich fallen könnten, ich komme gleich dazu, dann sehen wir die Herausforderungen dabei. Und der Königsweg sozusagen für bessere Schritte in den Arbeitsmarkt ist natürlich, möglichst viele der Personen zumindest hier hinzubekommen. Und darum ist die berufliche Qualifikation so extrem wichtig. Auch jenseits dessen, ob man jetzt überhaupt einen Job bekommen hat, ist natürlich die Bildung extrem wichtig. Sie können sehr schön anschauen, wie die Einkommen der Personen eben auch mit den Abschlüssen steigen. Ich möchte aber eine weitere Dimension davon aufmachen, Bildung nicht nur nach Abschlüssen zu messen, sondern nach dem, was tatsächlich die Menschen gelernt haben welche Kompetenzen sie mitbringen. Und da gab es vor wenigen Jahren den sogenannten PIAAC-Test, das sogenannte Erwachsenen-PISA, eine ganz spannende Studie, die eben repräsentative Stichproben der Erwachsenen in verschiedenen OECD-Ländern befragt hat und dann eben auch in verschiedenen Kompetenzdimensionen getestet hat, quasi Erwachsene, die einen PISA-Test machen mussten. Also eine dieser Dimensionen ist die sogenannte alltagsmathematische Kompetenzen, die habe ich jetzt hier genutzt. Und wir schauen jetzt einfach mal, sind denn Leute mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus, verdienen die unterschiedlich viel am Arbeitsmarkt, jetzt nur unter denen, die tatsächlich einen Job bekommen haben. Und Sie sehen, dass dieser Zusammenhang sehr eng ist. Eine Art, das darzustellen, ist dieser Kompetenztest hat de facto wie bei PISA 5 Kompetenzstufen, die sozusagen, ne, so jeder sozusagen, je höher die Kompetenzen, desto höher, das sind 5 Kompetenzstufen eingeteilt. Und wenn wir das uns empirisch mal anschauen, ist es so, dass wir sehen, dass in Deutschland jeder Schritt auf dieser 5-stufigen Kompetenzleiter mit einem höheren Einkommen von fast einem Viertel einhergehen, von gut 23%. Oder um das ganz konkret zu machen, im Durchschnitt heißt das eben, für jede Kompetenzstufe verdienen sie im Durchschnitt 650 Euro im Monat mehr. Das heißt eben auch, für die, die einen Job haben, je besser die Bildung ist, auch gerade je höher die Kompetenzen sind, desto mehr verdiene ich, desto mehr trage ich auch zu den Sozialkassen bei und so weiter und so fort. Darum eben ist Bildung in verschiedensten Dimensionen so wichtig für die Integration am Arbeitsmarkt. Okay, was wissen wir über das Qualifikationsniveau der Flüchtlinge? Das ist insgesamt, wie ich immer wieder betont habe, im Laufe des letzten Jahres ein wahnsinniges Stochern im Nebel. Man kann sagen, langsam lichtet er sich etwas und genau darüber möchte ich jetzt auch ein bisschen was berichten. Aber es ist weiterhin so, dass wir keinerlei belastbare Zahlen über die beruflichen Qualifikationen, über die berufliche Bildung der Flüchtlinge haben. Wir haben mittlerweile ein bisschen was über den schulischen Besuch und darüber möchte ich ein bisschen was sagen. Es ist insgesamt so, und das ist schon ein Grundproblem per se, um eine zielgerichtete Integrationspolitik machen zu können, dass wir eben nicht sehr genau wissen, wie das überhaupt aussieht. Und es sicherlich sinnvoller wäre, wenn man das systematischer erheben würde, in einer Art und Weise, um dann eben Integrationsmaßnahmen gezielter auf diese Menschen zuschneiden zu können. Ich habe im letzten Herbst dann mal gesagt, wir wissen nicht sozusagen, was die Menschen, die gerade alle bei uns ankommen, eigentlich mitbringen, aber wenn wir uns verschiedenste Quellen anschauen über frühere Flüchtlingswellen, über Teilnehmer an Integrationsprogrammen aus zurückliegenden Jahren oder eben auch über zuvor zugewanderte, nicht nur Flüchtlinge aus den entsprechenden Ländern, die jetzt die Hauptherkunftsländer sind, hat man sozusagen eine Spannbreite von verschiedenen Quellen, wo man so ein paar Indikatoren zu bekommt. Und das Interessante war eigentlich, dass sozusagen das Grobe, was man wissen will, eigentlich in all diesen Quellen ziemlich identisch ist. Aber wenn man so Pi mal Daumen geht, dann würde ich davon ausgehen, dass vielleicht jeder Zehnte von denen, die hier ankommen, einen Hochschulabschluss haben, dass also der Facharzt oder der Architekt aus Aleppo eben die große Ausnahme und nicht die Regel ist. Ist wie gesagt etwas, was man letzten Herbst auch schon sagen konnte, wofür man natürlich viele Schläge bekommen hat, wenn man das gesagt hat. Aber das konnte man auch da sehen. Und ich habe gesagt, wir wissen nicht so genau, wie groß der Anteil derer ist, die berufsqualifizierenden Bildungsabschluss haben, aber wir müssen davon ausgehen, dass das vermutlich 2/3 sind, wenn nicht mehr. Also im Groben in diesem Bereich. Es wird wesentlich mehr als die Hälfte sein. Im Vergleich dazu ist es eben unter den Deutschen ohne Migrationshintergrund, sind das nur 14%, die in diese Kategorie fallen. Und erinnern Sie sich daran an dieses Bild, das ist diese Kategorie bezüglich der Arbeitsmarktintegration. Was wissen wir seitdem? Wissen wir nicht ein bisschen was Genaueres über die Flüchtlinge, die wirklich bei uns angekommen sind? Da gibt es jetzt ein paar aktuellere Zahlen vom BAMF, zum Teil tatsächlich jetzt gerade erst seit 2 Wochen auf dem Tisch. Was können wir daraus lernen? Es gibt eigentlich 2 Quellen, um die es geht. Ich möchte da jeweils ein bisschen was zu sagen. Das eine sind die sogenannten SOKO-Daten.
das heißt nicht Sonderkommission, sondern soziale Komponente. Das sind die sogenannten freiwilligen Erhebungsdaten im Rahmen der Asylerstantragsverfahren. Das heißt, wenn man einen Asylantrag stellt, dann trifft man einen BAMF-Mitarbeiter, da sitzt ein Dolmetscher bei, der die Kommunikation sozusagen erleichtern soll. Und da gibt es eben viele Angaben, die man verpflichtend machen muss für den Asylantrag. Und dann gibt es einen Teil Angaben, die freiwillig sind, weil sie für den Asylantrag nicht relevant sind. Und darum hat das BAMF auch immer gesagt, wir können diese Daten zur Qualifikation gar nicht bereitstellen, weil wir dürfen eigentlich nur erheben oder verpflichtend erheben, was für den Asylantrag relevant ist. Und dafür, das ist auch richtig so natürlich, geht es eben um eine rein humanitäre Fragestellung, wo der Qualifikationsabschluss der Menschen keinerlei Bedeutung hat. Aber natürlich für die Integration ist das total wichtig. Und man hat eben immer diesen freiwilligen Teil und jetzt mittlerweile, das hat sehr, sehr lange gedauert, aber mittlerweile hat das BAMF dazu auch Daten veröffentlicht. Und ich gehe wieder, weil jetzt gerade die aktuellen Zahlen für die erste Halbjahr 2016 mit dabei sind, auf diese anderthalb Jahre insgesamt ein. Ein Problem dabei ist, dass im 2015 nur etwa 73% überhaupt Angaben zu diesen schulischen Abschlüssen gemacht haben und jetzt im Jahr 2016 etwa 80%. Das heißt, für 20-27% haben wir die entsprechenden Angaben gar nicht. Gleichwohl sind das natürlich hohe Zahlen. Das sind jetzt nicht alle hier ankommende Flüchtlinge, aber alle, die einen Asylerstantrag stellen. Sobald die den stellen, haben wir eigentlich die Daten. Das heißt, die Daten jetzt für das erste Halbjahr 2016 beziehen sich großenteils auf Flüchtlinge, die in 2015 zu uns gekommen sind. Aber es sind eben jeweils gut 200.000 Datenpunkte, die wir dort haben. Ich möchte, bevor ich zu den Daten dann komme, gleich darauf hinweisen, welche großen Probleme ich daran sehe. Und zwar deswegen, weil alle diese Probleme darauf hindeuten, dass wahrscheinlich diese Zahlen das tatsächliche Bildungsniveau deutlich überschätzen. Es ist weiterhin so, dass wir nur Daten über besuchte Schulart haben. Wir haben keine Angaben über den berufsqualifizierenden Abschluss oder überhaupt über berufsqualifizierende Bildung. Gibt es nicht. Es geht immer nur um den Besuch einer Bildungseinrichtung. Es geht nicht, ob man den Abschluss erzielt hat. Das heißt also, wenn Sie in der 7. Klasse auf dem Gymnasium waren und dann fliehen mussten, dann werden Sie hier als jemand mit Gymnasialbildung klassifiziert. Die Angaben sind freiwillig, wie ich gerade gesagt habe. Das heißt eben, wenn rund ein Viertel der Angaben oder jetzt im aktuellen Rand ein Fünftel keine Angaben machen, ist die Gefahr groß, dass das nicht zufällig ist, wer die Angaben nicht macht, sondern dass gerade Niedriggebildete diese Angaben nicht machen. Sei es ganz bewusst, weil sie Angst haben, das hat was mit ihrem Asylantrag zu tun, oder sei es, weil gerade die eben genau überhaupt Probleme haben, Fragen entsprechend zu verstehen. Zweiter Aspekt der freiwilligen Selbstauskunft ist eben, dass sie eine Selbstauskunft ist. Das heißt, es ist keinerlei Nachweisverpflichtung oder Möglichkeit da. Auch das wissen wir aus verschiedensten Datenquellen, führt immer zu einer gewissen Überschätzung, gerade weil die Befragten dann häufig ein strategisches Antwortverhalten an den Tag legen, weil sie denken, es hat eine gewisse Erwartungshaltung des Fragenden. Und fünfter Punkt, es ist natürlich komplett unklar, inwiefern irgendwelche Schularten, die in Herkunftsländern besucht wurden, mit den entsprechenden Schularten in Deutschland vergleichbar sind. Eine ganz wichtige Kategorie in diesem Bereich, wo ich mich immer ein bisschen drüber ärgere, ist, dass eben häufig eben davon berichtet wird, wie viele denn in Syrien ein Gymnasium besucht haben. Ein deutsches Gymnasium gibt es in Syrien nicht. Es gibt natürlich auch eine höhere Sekundarbildung. Wie das erhoben wird, selbst das ist nicht ganz klar aus den Veröffentlichungen des BAMF, aber sie nennen das selber eben dann sekundäre Schulbildung, also eine weiterführende Schulbildung von 11 oder mehr Jahren. Das hieß aber zum Beispiel, in Deutschland würde jemand, der eine Berufsausbildung gemacht hat, das auch ankreuzen, weil er ja mehr als 10 Jahre dann eine Berufsschule besucht hat. Und selbst diejenigen, die eben auf quasi den Abschluss, den Hochschulzugangsabschluss in Syrien gelernt haben, ist natürlich nicht die gleiche Schulart wie ein Gymnasium in Deutschland. Das heißt, all das sollte man in Betracht ziehen, wenn man die Zahlen anschaut. Okay, die Frage, die gestellt wurde, ist, welches ist die höchste von Ihnen besuchte Bildungseinrichtung? Und zwar unabhängig davon, ganz explizit wird gesagt, ob diese abgeschlossen wurde oder nicht. Und wie gesagt, Gymnasium, wenn Sie das jetzt hier sehen, ist diese sekundäre Schulbildung von 11 oder mehr Jahren. Dann sehen wir eben insgesamt für die gut 400.000 Asylerstantragstellenden in Volljährigen, die bei uns im letzten anderthalb Jahren den Antrag gestellt haben, etwa 10% haben keine formelle Schulbildung. 22% haben höchstens 4 Jahre eine Schule besucht. Dann, was Mittelschule heißt, sind vermutlich eben alle, die zwischen 5 bis 10 Jahren eine Schule besucht haben. Oder ehrlich gesagt,
eine Schule besucht haben, die zumindest von der 5. bis zur 10. Klasse generell etwas anbietet. Dann, wie gesagt, dieses Gymnasium, wie hier definiert, sind 20% und eine Hochschule 17%. Das heißt, auch mit diesen Daten haben wir diesen ganzen Anteil, nämlich 62%, die eben keine höhere Sekundarbildung haben. Wir wissen auch überhaupt nicht, ob die einen berufsqualifizierenden Abschluss haben, aber selbst die, die haben eben, sind gar nicht so lange zur Schule gegangen. Wie ich gerade gesagt habe, die ganzen Probleme, die damit bestehen, führen dazu, dass das sicherlich deutlich unterschätzt ist, sozusagen wer keinen höheren Sekundarbildungsanteil hat, eben ganz konkret zum Beispiel Menschen, die in ihrem Heimatland auf ein sogenanntes Gymnasium gegangen sind und das nach der 7. Klasse abgebrochen haben, weil sie eben flüchten mussten, werden hier als Menschen mit Gymnasium eingetragen. Die haben aber eben nur 7 Jahre eine Schule besucht. Soll heißen, also all die Zahlen, die wir bis jetzt sehen, deuten eigentlich genau auf das hin, was man auch im letzten Herbst eigentlich schon erwarten konnte und bestätigen das eigentlich ziemlich genau. Es gibt noch die BAMF-Flüchtlingsstudie. Ich überspringe das jetzt gerade mal, weil ansonsten laufe ich aus der Zeit hier. Da wurden aber Flüchtlinge aus den vorhergehenden Jahren befragt, auch recht umfangreich. Und man sieht auch dort, kommt man darauf hin, dass eben, ich glaube, um die 9% tatsächlich eine Hochschule besucht haben, also eine Schule abgeschlossen haben und eine Hochschule besucht haben, ohne dass sie sie unbedingt abgeschlossen haben. Also das heißt, auch am höheren Rand, da kommen die Zahlen da genau hin. Was bedeutet das? Die sind natürlich, sehr viele haben wir gesehen, sind sehr jung. Heißt das nicht, können wir die nicht bei uns eben gut nachbilden? Das heißt, müssen die nicht alle einfach bei uns möglichst schnell eine Berufsausbildung machen und dann können wir die bei uns in den Arbeitsmarkt bringen. Sie bringen den zwar vielleicht nicht mit, aber sind ja noch jung. Die große Frage ist eben in der Hinsicht, ob sie eben das, was die deutschen Betriebe gerne ausbildungsreif nennen, ob sie diese Ausbildungsreife mitbringen. Und da müssen wir eben tatsächlich mal hingehen, was sind denn die Kompetenzniveaus der schulischen Grundausbildung in den jeweiligen Herkunftsländern? Können wir darüber irgendwas sagen? Und das Spannende dabei ist eben, dass Syrien, eben wir haben es gesehen, das Hauptzugangsland bei uns, genau im Jahr 2011, also direkt bevor der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, an der internationalen TIMSS-Studie teilgenommen hat. Das ist eine international vergleichende Schülervergleichstestprobe, die repräsentative Stichproben von 8 Klässlern in den teilnehmenden Ländern erhebt. Also das Spannende ist, man hat wirklich eine repräsentative Stichprobe, kann etwas über die Grundgesamtheit aussagen. Und wir haben in einer ganz anderen Studie, in einem anderen Zusammenhang, eigentlich diese TIMSS-Studie mal auf die gleiche Skala gebracht wie die PISA-Studie, an der ja auch Deutschland teilgenommen hat und die auch hier sehr bekannt ist. Man kann das, weil über 20 Länder an beiden Studien gleichzeitig teilgenommen haben. Und um jetzt mal so zu vergleichen, wie ist denn das entsprechende Kompetenzniveau, was in den Schulen dort erworben wird, kann man verschieden vorgehen. Man kann zum Beispiel anschauen, wie groß ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die PISA-Kompetenzstufe 1 erreichen. Das sind die absoluten Grundkompetenzen. Man sagt generell, darunter heißt das eigentlich, dass man ein Grundschulniveau nicht abgeschlossen hat. Das sind in Deutschland 16%. Am aktuellen Rand, hat sich ein bisschen verbessert eigentlich über die Jahre seit PISA-Beginn. Und das sind generell die Schüler, die gerne als Problemschüler genannt werden. Das sind die eben dauerhaft große Probleme am Arbeitsmarkt haben werden. Wie gesagt, in Deutschland sind das 16%, die unter diese Kompetenzstufe 1 fallen. Wenn man das vergleichbar eben aus der TIMSS-Studie in Syrien abliest, sind das dort 65% der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es eben nicht so ist, dass jemand, der eben bis zur 8. Klasse zum Beispiel dort eine Schule besucht hat, vergleichbare Kompetenzen hat wie jemand, der in Deutschland bis zur 8. Klasse in die Schule gegangen sind, sondern da sind Welten dazwischen. Wenn man sich die durchschnittlichen PISA- oder TIMSS-Leistungen in Syrien und Deutschland anschaut, dann ist die Durchschnittsdifferenz bei 140 Punkten, das sind so Pi mal Daumen etwa das, was man in 4 oder 5 Schuljahren lernt. Da sind riesige Welten zwischen. Für andere Herkunftsländer wissen wir sehr wenig. Es haben eben nur wenige dieser Länder an den internationalen Vergleichstests teilgenommen. Ein weiteres Albanien, was mittlerweile ein sicheres Drittland ist, aber man hat auch häufig gedacht, vielleicht ist es beim Balkan und so insgesamt ein bisschen besser, aber die Schülerleistungen dort sind ganz ähnlich die Zahlen sind ganz ähnlich wie für Syrien hier. Und die haben sogar selber am PISA-Test teilgenommen. Es ist insgesamt auch so, dass Syrien in der Region den Ruf hat, ein relativ gutes Bildungssystem zu besitzen, was wahrscheinlich auch stimmt, aber was eben gegeben dieser Zahlen
uns eben noch mehr zeigt, wie groß die Herausforderung in anderen Ländern sein dürfte. Ein Land zum Beispiel, wo wir gesehen haben, auch sehr viele herkommen, ist Afghanistan. Da ist es so, dass wir aus anderen Daten von der Weltbank zum Beispiel wissen, dass, und selbst wenn wir nur an den jüngeren Rand gehen, nicht mal die ältere Bevölkerung anschauen, sondern jüngeren Rand, 15- bis 24-Jährige, unter den Männern 38% und unter den Frauen 68% Analphabeten sind. Die heißt also, die können weder lesen noch schreiben. Das ist etwas, was es in Syrien also relativ wenig gibt, aber das Problem ist eben hier noch viel höher. Die Frage ist natürlich, das sind jetzt sozusagen Durchschnittszahlen für die Herkunftsländer und das sind nicht die Flüchtlinge, die bei uns ankommen. Das heißt, die große Frage ist, sind denn die Flüchtlinge, die bei uns ankommen, möglicherweise eine positive Auswahl oder negative Auswahl aus ihrem Heimatland? Ich sollte gleich vielleicht dabei schicken, für Afghanistan haben wir viele Hinweise darauf, dass dass ein großer Teil da sehr positiv ausgewählt ist. Also da kommen deutlich mehr höher Qualifizierte. Für Syrien haben wir keinerlei dieser Hinweise. Es ist auch insgesamt so, dass man in der Literatur häufig dargestellt hat, dass es eben Wirtschaftsflüchtlinge, also Leute, die sich selbst auf den Weg machen, im Durchschnitt sehr positiv selektiert sind. Aber Kriegsflüchtlinge, und gerade bei der Anzahl, die wir in Syrien sehen, die sind halt ausgebombt zu Hause, die müssen fliehen und die sind quasi wirklich der Durchschnitt ihrer Bevölkerung. Darum glaube ich, dass sozusagen diese Zahlen, die ich Ihnen hier gegeben habe, auch eine ganz gute Basis dafür ist, was wir insgesamt im Durchschnitt für die Flüchtlinge aus Syrien erwarten können. Man muss sich zusätzlich bewusst machen natürlich, dass sogar die meisten dieser Flüchtlinge, gerade dieser jüngeren Flüchtlinge und der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, jetzt eben mehrere Jahre auf der Flucht waren oder eben seit 2012 im Bürgerkrieg leben und de facto deswegen in diesen Flüchtlingslagern keinerlei geregelten Schulunterricht hatten, was eben das Problem, das Ausmaß der fehlenden Kompetenzen ausweiten dürfte. Bottomline davon ist, dass aus meiner Sicht es so ist, dass selbst nach erfolgreichem Spracherwerb, was ja immer dasteht, viele dem Unterrichtsgeschehen an deutschen Schulen einfach so kaum werden folgen können und oft auch die Ausbildungsreife für hiesige Betriebe fehlt. Wir haben da wenig aktuelle Zahlen zu, aber die Handwerkskammer München-Oberbayern hat zum letzten Jahr zum Beispiel mal gesagt, dass eben von den Auszubildenden aus Syrien, Afghanistan und Irak, die in den vorausgehenden 2 Jahren eine Lehre aufgenommen hatten, mittlerweile 70%, die sie wieder abgebrochen hatten. Und das passt genau zu den Zahlen, die ich Ihnen vorher gesagt habe. Was sind die Gründe dafür, dass eben die Ausbildung entsprechend ausbleibt und möglicherweise nicht genügend geschieht? Ich meine, das ist zurzeit noch vieles, weil viele noch gar nicht richtig am Arbeitsmarkt angekommen sind. Der erste Punkt, den ich jetzt sehr ausführlich gemacht habe, sind fehlende Kompetenzen, sowohl bezüglich Sprache, aber eben auch der Ausbildungsreife. Aber es gibt noch deutlich mehr Gründe. Es wird häufiger angeführt, gut, die kennen das deutsche System der dualen Ausbildung nicht, das gibt es eigentlich nur in deutschsprachigen Ländern, dementsprechend ist es auch ein Unwissen dessen, was eigentlich da ist. Das ist sicherlich auch ein relevanter Punkt. Es wird häufig darauf hingewiesen, dass sie eigentlich hierher gekommen sind und mit dem ganzen Ziel, dass sie eigentlich finanzielle Unterstützung an ihre Familien im Heimatland schicken müssen oder die Schlepper bezahlen müssen. Das heißt, die müssen kurzfristig an Geld kommen. Das heißt, es ist viel sinnvoller für sie oder sie müssen vielleicht gezwungenermaßen möglichst schnell eine geringqualifizierte Beschäftigung aufnehmen, möglicherweise zum Mindestlohn, möglicherweise auch ein bisschen niedriger. Und die haben dementsprechend eben kein Interesse an der Ausbildung. Es wird häufig in der Literatur auch betont, was glaube ich wichtig ist, dass es eben ein Grund für eine Zurückhaltung bei Ausbildung der ist, dass man keine Planungssicherheit hat. Also hat mit dem Aufenthaltsstatus zu tun, wenn ich zunächst mal weiß, ich bin für ein Jahr hier, aber was danach passiert, weiß ich nicht so genau, oder eben 3 Jahre oder wie eben der Daueraufenthalt geregelt ist. Das hat alles Einflüsse darauf für die Anreize, ob ich investiere in eine Bildung, die relativ spezifisch ist für das jeweilige Zielland. Sprich, ob ich Deutsch lerne, weil das kann ich in Deutschland gut gebrauchen, aber woanders möglicherweise nicht so sehr. Und zweitens, gerade eben für Deutschland, weil wir eben dieses zertifikatebasierte System haben, die Frage, ob ich in eine duale Berufsausbildung investiere, die in Deutschland dann nachher am Arbeitsmarkt sehr viel wert ist, aber möglicherweise im Heimatland oder in anderen Ländern deutlich weniger oder gar nichts wert ist. Das fließt eigentlich alles zusammen dahin, dass man sich eben bewusst machen muss, dass die Frage, ob ich eine Ausbildung mache oder nicht, auch für die Flüchtlinge eine Investitionsentscheidung ist. Das heißt, ich habe Kosten und Nutzen der Bildungsinvestition. Es ist eine Investition. Die Kosten sind die, dass ich eben zunächst für zum Beispiel 3 Jahre, wenn das richtig funktioniert und gut läuft, nur ein Azubi-Gehalt bekomme, anstatt dass ich eben eine gering qualifizierte Arbeit aufnehme, aber selbst mit gering qualifizierter Arbeit, auf dem Lager arbeite oder was auch immer, man den Mindestlohn bekommt oder wenn da irgendwelche über Praktika oder Ähnliches das unterlaufen wird, man weiß zumeist trotzdem deutlich mehr verdient. Das ist einfach so, das sind die Kosten.
Der Nutzen ist der, dass wir danach, wenn ich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe, gerade am deutschen Arbeitsmarkt deutlich höhere Gehälter erzielen kann. Und auch die Gefahr, die Chance, überhaupt einen Job zu bekommen, haben wir vorhin gesehen, extrem ansteigt. Das heißt, für jeden Deutschen, der weiß, er will wahrscheinlich den Rest seines Lebens hier verbringen, ist es eigentlich sozusagen No-Brainer, diese Investitionsentscheidung, weil dieser Nutzen extrem hoch ist am deutschen Arbeitsmarkt. Aber der Flüchtling wird sich fragen, bin ich in 3 Jahren überhaupt noch in Deutschland? Dann werden überhaupt die Nutzen anfangen. Und das ist unsicher und das ist unklar. Und es gibt Leute, die vielleicht hier bleiben wollen, aber sie nicht wissen, ob wir sie hier lassen. Und es gibt wahrscheinlich auch viele, die sagen, wenn irgendwann der Krieg in Syrien vorbei ist, möchte ich nach Hause und da wieder aufbauen. Das heißt, die auch gar nicht länger da bleiben wollen. Aber wenn das so ist, dann muss man sich überlegen, was ist denn der Nutzen der deutschen Sprache oder der deutschen Zertifikate auf dem Arbeitsmarkt des Heimatlandes? Oder wenn Sie überlegen, möglicherweise muss ich dann irgendwo anders hinziehen, in irgendwelchen Zielländern, und möglicherweise ist der ziemlich niedrig. Und wenn das so ist, dann ist es möglicherweise komplett rational zu sagen, nee, ich mache jetzt keine Ausbildung, auch wenn wir alle hier sagen, es ist gut, eine Ausbildung zu machen, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Und das müssen wir uns bewusst machen, warum dann möglicherweise eben das nicht so gut klappt, wie wir das eigentlich uns erträumen. Bottom line ist eben, dass je länger die Nutzungsdauer, also je länger ich davon erwarte, dass ich am deutschen Arbeitsmarkt mit so einer Ausbildung tätig sein kann, desto eher und desto mehr werde ich eben in die Bildung investieren. Und gerade diese für das Zielland spezifische Bildung wird sich nur dann lohnen, wenn ich eine längerfristige Bleibeperspektive habe. Okay, was heißt das Ganze konkret an Maßnahmen, die wir jetzt machen sollten? Ich möchte beginnen mit Bildungsmaßnahmen, gerade für die Integration von Erwachsenen, gerade jungen Erwachsenen, Flüchtlingen. Ich glaube, das Erste ist, dass wir einfach realistisch sein müssen hier, weil nur das hilft den Menschen. Wenn wir sozusagen jetzt irgendwelche Traummaßnahmen uns ausdenken, wie wir die jetzt alle durch unser tolles duales Berufsbildungssystem mit einem hohen Theorieanteil in vielen Bereichen durchbringen werden, dann ist das illusorisch und hilft keinem. Der Aktionsrat Bildung, dem ich auch angehöre, hat vor wenigen Monaten ein Gutachten zur Integration durch Bildung vorgelegt, wo er einen Masterplan Bildungsintegration fordert mit vielen Aspekten. Und ich halte das für wichtig, dass man eben auch sagt, es ist jetzt nicht irgendwas, sondern das ist unsere ganz große Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Das heißt, wir müssen jetzt was tun. Und da gehören viele Aspekte dazu. Ich möchte ein paar nennen, die ich für besonders wichtig halte. Das erste ist, wir müssen eben möglichst schnell es schaffen, dass wirklich die Menschen alle Deutsch lernen. Das heißt, wir müssen Sprachkurse flächendeckend umsetzen und die auch verpflichtend machen, aus meiner Sicht. Und eben auch schnell. Das heißt, dass ein Teil davon heißt auch, wir müssen die Asylverfahren weiter beschleunigen. Und da sind wir nicht sehr viel vorangekommen und ich fürchte auch nicht, dass wir sehr viel vorankommen werden. Aber das ist sicherlich ein großes Problem. Man hat zwar jetzt eben auch mit dem Integrationsgesetz darauf hingearbeitet, dass Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive auch schon während des Asylverfahrens, während des laufenden Asylverfahrens Sprachkurse oder Integrationskurse besuchen können. Aber das ist natürlich nicht so bindend und ist vor allem eben auch nicht das gleiche Signal bezüglich dessen, der Bleibedauer, die ich gerade angesprochen habe. Dann ein recht wichtiger Aspekt ist einer, der hier in Bayern umgesetzt ist, aber sonst in der Rest der Republik überhaupt nicht, nämlich die Idee, dass man doch die Schulpflicht, gerade die Berufsschulpflicht, auf 21 Jahre ausweiten könnte. Also üblicherweise in den meisten Bundesländern die Schulpflicht bis 18 Jahren. Und ein in der Praxis auch, glaube ich, sehr wichtiger Aspekt ist zu sagen, wenn, und zwar nur dann, sozusagen, wenn jemand noch keinen berufsqualifizierenden Abschluss hat, vielleicht hat er mit 19 einen berufsqualifizierenden Abschluss, dann gilt das natürlich nicht mehr, aber dann hat er ja einen Abschluss. Und wenn er auch keinen Arbeitsplatz hat, dann ist er verpflichtet, eine schulische Weiterbildung, schulische Ausbildung zu besuchen, etwa in der Berufsschule zum Beispiel. Wenn das so ist, dann wird das eben auch alle 18-, 19-, 20-jährigen Flüchtlinge, die hier sind und noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben, de facto verpflichten, etwas dafür zu tun. Umgekehrt ist es übrigens eben aber auch letztendlich das überhaupt das Recht, das Anrecht darauf, eine Schule besuchen zu dürfen, weil es in der Praxis sogar so ist, dass es häufig so ist, dass Flüchtlinge in dem Alter sehen, sie sind hier nicht entsprechend vorbereitet, wollen eigentlich eine zusätzliche Ausbildung. Zum Teil gibt es sogar viele Unterstützer hier, die das eben auch mit untermauern wollen, aber die unterliegen nicht der Schulpflicht, das heißt, sie haben gar kein Recht darauf, auf eine Schule gehen zu können. Dann unterliegt man dem Gutdünken des jeweiligen Schulleiters, der vielleicht sagt, ach komm, ich habe noch ein paar Plätze frei, komm her, aber de facto hat er die Finanzierung dafür nicht. Das heißt, das ist ein Schritt, der, glaube ich, hier sehr wichtig wäre in der Alterskategorie. Ich glaube, es ist sinnvoll, gerade weil das eben duale Berufsbildungssystem sehr speziell ist, den Leuten durch entsprechende Ausbildungsbegleiter zu helfen, die entsprechend eben die Leute überhaupt ein bisschen da durchschiffen.
Und ein letzter wichtigster Aspekt aus meiner Sicht, der häufig sehr kontrovers diskutiert wird, aber aus meiner Sicht, um den wir überhaupt nicht rumkommen, und wenn wir wirklich viel schaffen wollen, müssen wir das ganz, ganz vehement verfolgen, ist, dass wir davon wegkommen müssen. Zum einen, wir können all diese Menschen durch eine berufliche Vollausbildung von 3 Jahren in Deutschland, die häufig einen sehr hohen Theorieanteil hat, durchbringen. Gegeben all der Zahlen, die ich Ihnen gerade berichtet habe, ist das nicht realistisch. Die Frage ist nun, was ist dann die Alternative? Schicken wir die alle geringqualifiziert auf unseren Arbeitsmarkt? Das ist die einzige Alternative. Zu der Alternative, das sagt, dann lass uns doch überlegen, ob wir nicht zumindest teilqualifizieren können, in dem Sinne, dass wir ein- oder zweijährige Ausbildung haben. Auch das schon wieder sozusagen, die zeitliche Perspektive ist eine andere, die dann es rationaler macht, für Flüchtlinge auch dabei zu bleiben. Die theoretischen Grundlagen stark begrenzt, vor allem auf praktische Fähigkeiten baut, aber die Leute dann eben nicht unqualifiziert, sondern zumindest mit gewissen Qualifikationen auf unseren Arbeitsmarkt schickt. Und wenn wir das schaffen in Bereichen, wo gerade tatsächlich hohe Nachfrage am Arbeitsmarkt ist, glaube ich, dass wir da sehr große Möglichkeiten haben, viele Flüchtlinge unterzubringen. Und es gibt in den meisten Bereichen auch die sogenannten teilqualifizierenden Ausbildungen oder haben verschiedene Namen in verschiedenen Bereichen. Nur die sind in einer Größenordnung, wo halt irgendwie, wenn es hochkommt, ein paar Tausend in ganz Deutschland teilnehmen. Und die sollten wir auf eine 6-stellige Zahl erhöhen. Aber es sind nicht nur Bildungsmaßnahmen. Natürlich sind die Bildungsmaßnahmen sehr wichtig, aber die alleine werden nicht dazu führen, dass wir die Integration in den Arbeitsmarkt insgesamt schaffen. Wir werden am Arbeitsmarkt viele Maßnahmen machen müssen. Es geht letztendlich darum, dass wir versuchen, alle spezifischen Hemmnisse, die Flüchtlinge vor sich sehen am Arbeitsmarkt, versuchen abzubauen. Und wenn wir die nicht dauerhaft abbauen wollen, dann können wir sie aus meiner Sicht doch zur Zeit, wo der Arbeitsmarkt sehr gut läuft, zumindest für 1 oder 2 Jahre schlicht und einfach mal eine Ausnahmeregelung machen. Ich habe die Vorrangprüfung eingangs angesprochen. Die wird zwar sozusagen in der Hälfte der Region ausgesetzt, aber ich glaube, es gibt keinen Grund dafür, die nicht einfach abzuschaffen. Wir müssen alles, was an Beschäftigungsmöglichkeiten in flexiblerer Form gibt, so gut wie möglich nutzen. Das heißt, es gibt immer noch für die verschiedenen Antragstitel spezifische Wartezeiten. Es gilt das Verbot der Zeitarbeit und verschiedenes mehr. All das sollten wir, soweit es geht, aussetzen. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn brauchen, sonst werden wir nicht vorankommen. Die meisten der Flüchtlinge werden nicht eine Produktivität mitbringen, die quasi über 8,50 Euro oder bald halt ein Stückchen höher liegt. Man muss dafür aus meiner Sicht keine Sonderausnahme für Flüchtlinge machen, aber es ist zum Beispiel ein ganz einfacher Schritt zu sagen, die ganzen Flüchtlinge sind de facto Langzeitarbeitslose, weil das sind sie. Sie sind seit über einem Jahr nicht in Arbeit. Und wenn wir sie gleich so werten, dafür haben wir schon die Ausnahmeregelung im Mindestlohngesetz. Und man sollte das auch generell ausweiten, dass Praktika entsprechend für 12 Monate ausgenommen werden. Weil nur dann schaffen wir es, dass Unternehmen sagen, ja, ich probiere das mal aus. Die kommen dadurch in den Arbeitsmarkt und dann wird sich zeigen, wer von denen eben in absehbarer Zeit auf dem Mindestlohnniveau gehoben werden kann. Wir müssen, glaube ich, durch die Bank alle Möglichkeiten der aktiven Arbeitsmarktpolitik nutzen. Da geht es eben um die Bundesagentur für Arbeit oder de facto, wenn sie dann anerkannt sind, sind es die kommunalen Jobcenter. Ich glaube, es ist wichtig, dass da alles, was da jetzt rein investiert wird und was an Wissen gesammelt wurde, wie man dort helfen kann, genutzt wird und auch gut angelegt ist. Ein Punkt, den ich auch noch machen möchte, ist, weil das, glaube ich, so wichtig ist, es ist eigentlich jetzt im Integrationsgesetz angelegt, dass es eben dieses dauerhafte Bleiberecht nur dann da ist, wenn man Deutschkenntnisse vorweisen kann und wenn man den Lebensunterhalt sichern kann. Und das heißt de facto, wenn man eben eine dauerhafte Beschäftigung hat. Wenn wir das ganz klar kommunizieren und auch dann entsprechend umsetzen, dann hat das eben nicht nur diesen Effekt des Forderns, sondern es ist eben tatsächlich auch der entsprechende Anreiz für die Flüchtlinge zu sagen, ja, gegebenenfalls eben auch in ihre Bildung weiter zu investieren, weil das möglicherweise dazu beiträgt, dass sie irgendwann das dauerhafte Bleiberecht haben. Wenn das dann aber auch so ist, dann tragen sie auch positiv sozusagen zu unserer Wirtschaft bei und sind eben de facto Nettozahler und nicht Nettoempfänger und sind sozusagen auch aus rein wirtschaftlicher Sicht sogar dann eben auch ein Gewinn, gerade diejenigen. Es ist, glaube ich, nur total wichtig, dass das allen klar ist. Die Zeit läuft so langsam weg. Ich lasse das komplett mal raus, was das im Bereich der Schulen bedeutet. Ich glaube, das Wichtigste ist da, dass man in der Forschung sieht, dass Integration dann funktioniert, wenn die Kinder sehr schnell in täglichen sprachlichen Austausch mit Kindern ohne Migrationshintergrund kommen. Das bedeutet de facto, dass wir sehr schnell die in Regelklassen bringen müssen. Und ich glaube auch, dass wir
darüber nachdenken sollten, dass wir Kinder zum Beispiel ab davon 3 Jahren oder 4 Jahren verpflichtend in den Kindergarten schicken. Wir brauchen sicherlich auch gerade Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte an den Schulen, die auf viele der Aufgaben, die jetzt auf sie zukommen, sind nicht gut vorbereitet sind und relativ allein gelassen werden. Ich glaube, da kann man mehr tun. Große Frage ist diese Wohnsitzauflage. Da gibt es Gründe für und gegen, ob man sowas machen sollte. Die Gründe dafür, dass man eine möglichst breite regionale Verteilung bekommt, sind aus meiner Sicht vor allem, dass man eine Ghettoisierung vermeidet. Und das heißt eben, wenn wir Ghettoisierung haben, verhindert das einen Spracherwerb. Und das ist gerade wichtig für Familien mit Kindern. Es führt meist zu einer Isolation, es führt zu Radikalisierung, Kriminalisierung. Es gibt mehr Gründe noch dafür, aber es gibt andererseits eben, wird häufig gerade aus der Wissenschaft auch angeführt, ja, aber es gibt auch die Netzwerke, gerade wenn ich sozusagen, ich gehe gerne in Regionen oder das sind da meist die Zentren, wo schon viele Leute aus meinem Heimatland da sind, weil die helfen mir häufig dann, einen Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Da gibt es durchaus auch Studien zu, die das zeigen, ich glaube, das ist auch wichtig. Die zeigen das allerdings immer nur für Hochqualifizierte und ich glaube, dass das nicht das Relevante ist, was wir uns gerade anschauen. Und es ist halt eben auch nicht der einzige Aspekt, der da ist. Darum, wenn ich diese Abwägung entsprechend mache, komme ich zu der Einschätzung, dass ich diese Wohnsitzauflage im Saldo für absolut sinnvoll halte. Es ist wichtig, dass man, sobald jemand einen Arbeitsplatz hat, woanders oder einen Ausbildungsplatz, die automatisch aufgehoben ist und eine Freizügigkeit da ist, aber das ist auch im Integrationsgesetz so angelegt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, es muss ja nicht sozusagen eine generelle Gleichverteilung im Land sein, man kann ja bei entsprechenden Verteilungsformen, und da sind jetzt ja die Länder gegebenenfalls aufgefordert, sowas umzusetzen, Dinge wie Arbeitslosenquoten oder auch die Verfügbarkeit von entsprechenden Einrichtungen der Infrastruktur mit berücksichtigt. Und dann halte ich es für sehr sinnvoll, eben auch eine breite Verteilung zu machen. Wir haben im IFO-Bildungsbarometer unserer jährlichen Befragung zu Bildungsthemen gefragt, was die Deutschen denn davon halten, weil sie bestimmt so langsam alle auf die Uhr schauen und nach Hause wollen, überspringe ich das mal komplett. Ich möchte nur sagen, dass ehrlich gesagt für die meisten Sachen, die ich hier angesprochen habe, es deutliche Mehrheiten in der deutschen Bevölkerung gibt, die das überhaupt generell für sinnvoll halten, genau diese Maßnahmen, über die ich gesprochen habe, umzusetzen. Das heißt, ich glaube, da ist eine relativ große Offenheit in der Bevölkerung da. Ausblickend noch 2, 3 Aspekte, die ich ansprechen möchte, bevor ich schließe. Große Frage, wie lange wird denn das dauern? Es ist natürlich illusorisch zu meinen, dass wir jetzt so 2016 oder 2017 die ganzen Flüchtlinge bei uns in den Arbeitsmarkt integriert sind. Ich meine, wir haben aber noch keine Erfahrung jetzt mit der jetzigen Welle, wie lange das dauern kann. Wir haben auch nicht eine Erfahrung, wo auf einmal so viele Menschen zu uns gekommen sind. Aber selbst wenn wir uns eben die zurückgehenden Daten anschauen, das sind Daten der IAB, des IAB, also der Arbeits-, auf Basis der Arbeitsagenturen, die haben sich mal angeschaut, wie es denn im zurückliegenden Zuwanderungsfällen wie ist das bei Flüchtlingen und wie ist das bei Zuwanderern? Wie hat sich die Beschäftigungsquote nach Zuzug entwickelt? Und Sie sehen sozusagen, im Laufe des ersten Jahres des Zuzugs ist die Beschäftigungsquote auch nur bei 10% im Durchschnitt. Aber das steigt eben an. Aber es steigt an und wir brauchen eben 6 Jahre, bis überhaupt nur die Hälfte der Flüchtlinge dann am Arbeitsmarkt ist. Das ist auch deutlich weniger als sonstige Zuwanderer. Es braucht 10 Jahre, bis über 60% sind. Es braucht 15 Jahre, bis über 70% sind. Das heißt erstens, ich glaube, wir brauchen langen Atem. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, die da drin sind. Aber es bedeutet zweitens, auch je mehr wir jetzt investieren, desto mehr, gerade in die Bildung investieren, desto mehr können wir hoffen, dass wir dann ein Stück höher kommen. Und all das, was wir dort machen, wird sich eben zurückzahlen, weil es dann eben nicht Nettoempfänger, sondern Nettozahler in unsere Sozialkassen sind. Ist das Ganze finanziell überhaupt tragbar? Wo Leute gibt es viele Berechnungen zu mittlerweile, viele Angst vor hatten. Der Sachverständigenrat hat da jetzt gerade letzte Woche was zu vorgelegt. Die haben gerade so eine langfristige Tragfähigkeitsanalyse gemacht, sozusagen wie wird das eben den Schuldenstand des deutschen Staates beeinflussen. Ich sage nur so viel, die blaue Linie hier ist das Referenzszenario, also von heute bis 2080, wie sich die Verschuldung ohne die Flüchtlingsmigration verändern wird. Und die gelb gepunktete Linie ist die mit Flüchtlingsmigration. Sie können sie nicht unterscheiden. Das heißt eben, der Sachverständigenrat kommt ganz dezidiert zu der Aussage, dass das langfristig keinen wesentlichen Effekt auf die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen hat. Und ich glaube, und die machen dann auch viele Sensitivitäten, das kann möglicherweise nicht ganz so aussehen wie das Basisszenario, was sie haben. Vielleicht ist das bezüglich der Arbeitsmarktintegration ein bisschen zu positiv, aber auch wenn sie das anders rechnen, ist das kein wesentlicher Aspekt. Das heißt, es wird
Das alleine wird unsere staatlichen Finanzen nicht ruinieren. Das ist tragbar, das sagt der Sachverständigenrat und ich würde ihm zustimmen. Dass wir sozusagen ab spätestens Mitte der 2030er Jahre dann Tragfähigkeitsprobleme generell der öffentlichen Finanzen haben, ist ein anderes Thema. Ein paar weitere Aspekte. Müssen sich jetzt die Deutschen große Angst machen, dass dadurch sozusagen ihr Arbeitsmarkt weggenommen wird, wenn die Arbeitsmarktintegration gelingt? Da zeigt die Migrationsforschung eigentlich, dass eben diese Konkurrenz nur in sehr bestimmten Segmenten des Arbeitsmarktes stattfindet und das gerade nicht die sind, wo die Deutschen selbst arbeiten. Es sind vor allem wahrscheinlich, das muss man aber ehrlich sagen, Migranten der früheren Migrationsphasen, die hier unter Konkurrenz gesetzt werden, gerade im geringqualifizierten Bereich. Aber selbst im geringqualifizierten Bereich arbeiten meist die Deutschen aufgrund der Sprachfähigkeiten in ganz anderen Bereichen als die Flüchtlinge, die eben ohne gute Sprachkompetenzen ankommen. Es ist insgesamt eine neuartige Herausforderung. Das heißt, wir haben nicht alle Antworten parat. In vielen Bereichen müssen wir halt Sachen ausprobieren. Und ich glaube, das ist genau richtig, dass man sich neue Ideen macht und neue Lösungen ausdenkt. Was ich nur für extrem dann wichtig halte, ist, wir müssen es dann auch evaluieren, damit wir eben in 5 Jahren schlauer sind als heute. Das heißt, eben, wenn wir irgendwas Neues machen, dann müssen wir das eben auch begleiten und entsprechende Vergleichsgruppen haben und sehen, hat das nachher besser geklappt oder nicht, weil dann wissen wir beim nächsten Mal, sollten wir das ausbauen oder nicht. Es wird natürlich Maßnahmen jenseits der Integration geben müssen, zum Beispiel eben darauf hinwirken, dass in den Herkunftsländern die Migrationsursachen bekämpft werden und so weiter. Ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, weil das nicht mein Hauptthema hier ist. Ich habe von vornherein gesagt, es geht hier um die Flüchtlinge. Die Frage der wirtschaftsmotivierten Migration ist tatsächlich eine ganz andere. Und ich glaube, dass es auch weiterhin so ist, dass Deutschland sehr stark von der Zuwanderung von höher qualifizierten profitieren würde und dass es Sinn macht, Sachen würde sozusagen hier gesetzliche Änderungen zu machen, die das noch stärker erleichtern, hat aber de facto mit der Flüchtlingsmigration nichts zu tun. Und damit schließe ich. Was ich Ihnen vor allem vermitteln wollte, ist eben, dass es aus meiner Sicht alles darauf hinspricht, dass eben die Qualifikation der zentrale Faktor für die Integration der Flüchtlinge ist. Also wer Integration will, der muss und muss jetzt in Qualifikation investieren und der muss eben auch Anreize für Investitionen in Sprache und Qualifikationen schaffen, damit die Flüchtlinge das selber auch wollen. Über die Größe der Herausforderung dürfen wir uns da keine Illusionen machen, weil eben die meisten der Flüchtlinge eben nicht mit den entsprechenden Kompetenzen hier ankommen. Und darum müssen wir, wenn das realistisch sein soll, jetzt und zwar massiv handeln. Und ich glaube aber auch dann ist es machbar, wenn wir eben zumindest halbwegs realistische Ziele dabei haben. Aber es braucht auch weit mehr, als wir zurzeit tun. Was sind die entsprechenden Maßnahmen? Ich habe mir noch die meisten, die ich angesprochen habe, aufgelistet. Ich wiederhole sie nicht. Der Punkt ist, dass wenn die Bildungsintegration gelingt, und das spricht jetzt ganz besonders eben, ich glaube, wir haben das gerade mit der Tragfähigkeit auch gesehen, also insgesamt heißt, also langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ist dadurch nicht gefährdet, aber es ist auch so, dass unter allen realistischen Szenarien insgesamt das den deutschen Staat mehr kostet, als das, was die Flüchtlinge, die derzeit zu uns kommen, bringen werden. Ich glaube, das muss man realistischerweise auch sagen, aber es sind keine Unsummen, es ist auch kurzfristig nichts, was unseren Staatshaushalt umhaut, nicht im geringsten. Wenn wir aber gerade dann an die nächste Generation der Flüchtlingskinder denken und wenn wir versuchen, da die Integration gelingen zu lassen, dann ist es eben so, dass wenn das gelingt, dann können die eben in 20 Jahren zum Gewinn für unser Sozialsystem werden, gerade in dem Zeitpunkt, wo die demografischen Probleme bei uns noch stärker durchschlagen. Und wenn sie nicht gelingen, dann werden sie eben nicht zum Gewinn des Sozialsystems, sondern sogar entsprechende Kosten des Sozialsystems darstellen. Und gerade darum ist die Bildungsintegration so wichtig. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Trotz fortgeschrittener Zeit würde ich noch gerne 2, 3 Fragen wenigstens zulassen. Sind noch Fragen? Dann fange ich mal mit einer an. Ich hätte eine Frage zu diesen teilqualifizierenden Abschlüssen. Die Kritiker sagen da ja häufig, dass dann sozusagen ein 2-Klassensystem, Ausbildungssystem entstehen würde. Aber was ist das grundlegende Problem eigentlich dahinter, das die Kritiker damit haben? Es würde in der Tat natürlich ein zusätzliches Art von Segment im Arbeitsmarkt entstehen, genau zwischen den Unqualifizierten und den voll qualifizierten auf unserem Arbeitsmarkt. Das ist wahr. Das wird auch sozusagen
gehaltstechnisch dabei sein. Warum das prinzipiell ein Problem sein muss, weiß ich nicht. Wenn man natürlich die Interessen einer bestimmten Berufsgruppe vertritt oder eines bestimmten Verbandes vertritt, dann will man das natürlich verhindern. Ich glaube, das ist nicht gesamtgesellschaftlich gedacht, sondern standesmäßig gedacht. Ich habe bessere Gründe, warum das ein großes Problem ist, nicht gesehen. Die große Frage ist, ist die Gefahr groß, dass viele Leute, die bisher, also die ansonsten eine Vollausbildung machen würden, jetzt nur noch eine teilqualifizierende Ausbildung machen würden? Weil das wäre wirklich ein Problem. Dann würden wir sozusagen weniger Bildung haben. Aber ich glaube, wenn man das dementsprechend ansetzt und wenn man das gerade eben jetzt hier versucht, die Flüchtlinge damit einzufangen, ist das nicht die realistische Alternative. Die realistische Alternative, dass sie als Geringqualifizierte bei uns sind. Und es gibt schönerweise, also es ist schön, dass es eben eigentlich ein Paradebeispiel dafür gibt. Die Schweiz hat das nämlich vor 15 Jahren etwa genauso eingeführt in größerem Ausmaß, diese teilqualifizierenden Ausbildungen. Und die Evaluierungen, die ich dazu kenne, die zeigen, dass es eben erfreulicherweise gerade nicht zu einem Crowding Out der Vollausbildung geführt hat, sondern dass es aus dem unteren Bereich derer, die keine berufsqualifizierende Ausbildung hatten, jetzt deutlich mehr zumindest in diesen teilqualifizierenden Ausbruch kommen. Und das macht eigentlich recht hoffnungsvoll, dass das eine sinnvolle Maßnahme wäre. Herr Schäffmann, ich gebe Ihnen meins. Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Für Ausbildungsberufe in Industriehandel, Dienstleistung haben wir dieses Instrument der Teilqualifikation ja schon erprobt. In der Tat gibt es derzeit unterschiedliche Ansichten jetzt in Teilen des Handwerks, die beurteilen dieses anders. Wir haben aber jetzt mal unabhängig von der Zielgruppe der Geflüchteten sehr positive Erfahrungen gemacht im Bereich der Langzeitarbeitslosen. Limitiert sind wir derzeit durch das Berufsbildungsgesetz, deshalb können wir das jetzt ansetzen bei Personen, die über 25 Jahre alt sind. Und man muss sagen, gerade bei diesen Pilotversuchen hat sich gezeigt, erstens mal haben wir eine Quote von fast 80% von Langzeitarbeitslosen, die wir dann in den Arbeitsmarkt migriert haben. Und ich glaube, es wird immer ein bisschen falsch diskutiert. Die Teilqualifikation ermöglicht ja den Durchstieg, und das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben, bis eben zu einer Vollausbildung. Und das müssen wir einfach anders auch öffentlich diskutieren. Dann, glaube ich, kommen wir da ein Stück weiter. Ja, kann nur zustimmen und finde das einen sehr wichtigen, also beide Aspekte sind sehr wichtig. Das weitere Fragen, Kommentare? Ja, hier ist noch eine. Sören Enkeltmann aus dem Wirtschaftsministerium. Sie sind ein großer Verfechter einer evidenzbasierten Wirtschaftspolitik, haben auch hier den Punkt nochmal gebracht. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie man das Problem des Spracherwerbs mit einer sinnvollen Evaluation verknüpfen könnte? Haben Sie da Ansätze bereits oder Ideen? Nicht wirklich in dem Ausmaß, wo ich jetzt sagen würde, hier, wir haben die Projekte eigentlich gerade am Laufen. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich weiß, dass es einige Projekte in Deutschland gibt, wo man versucht, das zu machen. Ich muss zugeben, dass ich das besonders schade finde, dass die Chance nicht genutzt wurde im Rahmen dessen, dass wir vor so 3 bis 5 Jahren in verschiedenen Bundesländern das im Schulbereich eigentlich überall eingeführt wurde, dass man gesagt hat, man muss eine gewisse Sprachkompetenz haben, um überhaupt in die Grundschule kommen zu dürfen. Wenn das nicht da ist, haben die Kinder sogar ein Recht auf die. Und dann haben die ganz verschiedene Sachen in verschiedenen Bundesländern gemacht, wie dann versucht wurde, die Sprachkompetenz zu fördern. Und man hat es nicht evaluiert, man hat nicht versucht, das so anzulegen. Man muss halt überlegen, wo hat man eine entsprechende Vergleichsgruppe, womit man sozusagen den Pfad dessen, was passieren würde, wenn man eben nicht an der Maßnahme teilnehmen würde, mit der man das gut abbilden kann. Ehrlich gesagt, wenn wir jetzt gerade sehr beschränkt sind mit Kapazitäten, wäre es ein leichtes gewesen, das durch randomisierte Feldexperimente zu machen, indem man eben sagt, wir wissen, wir können jetzt nicht allen heute die Möglichkeit anbieten, Teil wird das erst in einem Jahr bekommen. Und dann ist das Fairste, ehrlich gesagt, das dem Zufall zu überlassen, wer daran teilnehmen darf. Aber dann hätte man eine perfekte Art, das nachher zu evaluieren, welche Bedeutung das hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir lernen, welche Art von Sprachkursen nützlich sind und welche nicht so nützlich sind. Und ob es sinnvoll ist, das eigentlich möglichst viel on the job zu machen, im Rahmen sozusagen entweder mit gesplitteten Dingen, wo man sozusagen Teilzeit arbeitet und Teilzeit noch Spracherwerb macht. Oder eben vor allem auch, ich glaube, das ist für viele der ein bisschen älteren hier ankommenden Flüchtlinge so entscheidend, dass man die Sprache am besten erlernt, indem man in einem Betrieb ist und einfach mitmacht und dann sozusagen nur die entsprechenden Worte lernt, aber das lernt man dann viel leichter als in einem reinen Kurs. Aber über all das wissen wir nur bedingt etwas und
Es ist zurzeit eben, weil scheinbar die Prioritäten oder die großen Herausforderungen gerade anders liegen, kenne ich keine groß angelegten Maßnahmen, die versuchen, das dann ernsthaft zu evaluieren. Wäre sehr wichtig. Noch weitere Fragen? Ja, dann sind wir am Ende der Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Lüdger, für deinen Vortrag. Auch herzlichen Dank an alle anderen Referenten. Vielen Dank, dass Sie hier waren und sich so rege an der Diskussion beteiligt haben. Vielen Dank an die Organisation.